Seit 10 Jahren gibt es in der Landeshauptstadt Stuttgart jetzt den Verein Plattsalat, ein landesweit bislang einmaliges Lebensmittelkonzept, das auch ärmeren Mitbürgern bezahlbare Bioprodukte anbieten will. Bioprodukte können Mitglieder im Plattsalatladen zu Selbstkostenpreisen kaufen. Nur ein geringer Betrag wird auf die Preise aufgeschlagen, um die Unkosten zu decken. Der Vereinsvorstand wirtschaftet nicht gewinnorientiert, sondern geht fair mit den Erzeugern um. Regionale Landwirte, die sich beispielsweise um den Erhalt alter Obst- und Gemüsesorten bemühen, werden bevorzugt. Der Verein kauft auch bei Behinderteneinrichtungen, die Bioprodukte herstellen, für den Ladenverkauf ein. Das Wichtigste bei Plattsalat ist, dass der Verein und der Laden den Mitgliedern gehört und die Mitglieder damit über alles mitbestimmen, was hier läuft, also welche Produkte wir haben, bei wem wir einkaufen. Und deswegen haben wir eben dann auch mehr fair gehandelte Produkte, mehr regionale Produkte, wir haben alte Sorten. Und wir versuchen natürlich auch auf die Bedürfnisse von zum Beispiel Hartz-IV-Mitgliedern einzugehen, die dann einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag haben. Nichtmitglieder können einmal zum Test einkaufen. Danach wird der Mitgliedsbeitrag fällig. Mit dem Plattsalat-Lieferservice wird die Ware auf Wunsch auch direkt nach Hause gebracht. Regelmäßig wird im Laden gemeinsam gekocht sowie über wichtige Verbraucherthemen informiert.